Gerd Hofstede entwickelte das Modell der 6 Kulturdimensionen. Die erste Kulturdimension ist die Machtdistanz. Dies meint die Verteilung der Machtverhältnisse innerhalb von Kulturen. Individualismus, Kollektivismus. Während in individualistischen Kulturen die persönliche Selbstverwirklichung in den Vordergrund tritt, betonen kollektivistische Kulturen die Gruppenidentität. Unsicherheitsvermeidung. Mitglieder von Gesellschaften mit einem hohen Maß an Unsicherheitsvermeidung versuchen, Unbekanntes zu kontrollieren. Kulturen mit niedriger Unsicherheitsvermeidung legen weniger Wert auf Regelorientierung. Maskulinität versus Femininität. Wie sind die Rollen zwischen Männern und Frauen verteilt? Langzeit- und Kurzzeitorientierung. Diese Dimension meint die Ausrichtung von Gesellschaften auf kurzfristige Erfolge oder auf langanhaltende Lösungen. Genuss und Zurückhaltung. Wie wird mit der Auslebung individueller Bedürfnisse umgegangen?